Hallo zusammen. Mein Name ist Monika Groß und ich möchte euch etwas vorstellen, und zwar ein neues Erlebniskochbuch. Ich nenne es einfach mal Erlebniskochbuch, weil da sind so viele tolle Rezepte drin. Hier steht einfach drauf, Made by me, einfach Freude verschenken. Und das ist jetzt auch schon für ganz, ganz viele Anlässe. Habt ihr immer das passende Geschenk? Ich blätter mal kurz mit euch durch, weil es lohnt sich, sich dieses Buch mal näher anzuschauen. Und vielleicht möchtet ihr es ja sogar auch gerne haben. Es lohnt sich wirklich. Ich muss mich ja ein bisschen outen. Ich mag eigentlich nicht so gerne Kochbücher, aber das hier, das hat mich direkt begeistert, weil ich stöber lieber im Cookidoo. Aber hier dieses Kochbuch, das ist wirklich, kann man sagen, ein Erlebniskochbuch. Ganz am Anfang auch jetzt hier eine Spritztüte zum Selbstbasteln oder auch ganz viele diverse Aufkleber. Dann habt ihr hier in diesem kompletten Buch nicht nur Rezepte, sondern auch wie zum Beispiel, wie du Papier selber gestaltest. Hier ganz, ganz, ganz viele Rezepte. Tolle Rezepte, wie ich finde. Es ist ein Buch, also ich liebe es jetzt schon. Ich fange mal ganz, blätter dir auch immer so gerne von hinten. Ich fange jetzt mal hinten an. So. Dann zum Beispiel jetzt weihnachtlicher Glühweinsirup. Es sind so viele Rezepte auch zum Verschenken auch mit dabei. Ingwer-Sirup, dann hier ist es unterteilt auch in Getränken oder auch so Cake-Pops. Seht ihr, wie lustig diese Cake-Pops auch sind? Dann zum Beispiel auch diese Jellies. Ich sage ja, da sind so viele. Oder hier weihnachtliche Baiser-Lollis. Irre gemacht. Allein schon die Idee, die ist total klasse. Oder hier zum Beispiel Nougat. Oh, das sieht schon so lecker aus. Kreiere deine eigenen Verpackungen. Das ist auch ein ganz, ganz tolles Thema. Ihr habt Schablonen hier dabei, die ihr auch euch basteln könnt. Ich denke, für Kinder ist das auch ein ideales Weihnachtsvorbereitungsbuch. Wie zum Beispiel, wenn ihr jetzt mit den Kindern tolle Christmas Pops backt, dann auch jetzt Schokoladenlöffel oder auch deine eigenen Geschenktüten bastelt. Ich sage, da sind so tolle Sachen drin. Haselnusstrüffel, Schokoladentaler, Wiener Kugeln, Leckeres mit Schokolade, weihnachtlicher Kranz, Kaffeekugeln oder ganz witzige Kekse. Ist total klasse. Tiermusterkekse. Sache für Kinder ist das auch ganz besonders toll. Natürlich auch jetzt traditionelle Rezepte. Die sehen auch ganz witzig aus. Ich glaube, die werde ich auch als erstes mal probieren. Oder auch natürlich jetzt die Macarons. Da kriegt ihr auch zum Beispiel Bastler deine eigenen recycelten Tüten. Na, wie ihr wirklich aus Sachen etwas bastelt, was man normalerweise wegwerfen würde. Und dann die tollsten Tüten bastelt. Ich finde es ein so tolles Buch. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Idee. Leere Milchkartons. Also ich habe schon angefangen, Milchkartons zu sammeln, dass ihr eure eigene Stadt aufbauen könnt. Die fand ich auch total witzig. Zuckerwürfel, aber in Farbe. Toll. Ihr seht, das ist ein Buch. Oder hier ganz, ganz viele tolle Gewürze zum Verschenken an Weihnachten oder auch zu anderen Gelegenheiten. Wir haben ja auch immer diesen den Schenk mir was Tag. Eigene Etiketten kreieren, verschiedene. Hier sind noch mal verschiedene Kräutersalze oder bastle die eigenen Spritztüten, Cashewkerne. Dann auch, wie ihr ganz toll auch Buchstaben und Zahlen halt schreibt oder schreiben mit Stil ist auch ganz, ganz toll. Die verschiedenen Farbkombinationen, wie ihr verschiedene Farben selber herstellt, zum Beispiel für Batikdrucke, wie ihr diese verschiedenen Farben auch dann halt macht, Kartoffeldrucke und das sind so Sachen, oder wie ihr das genau falzt. Das sind halt Sachen, ich nenne es wirklich ein Erlebniskochbuch. Viel Spaß damit. Also mir gefällt es. Also wenn ich diesem Buch eine Note vergeben müsste, dann würde ich wirklich eine 1 mit Sternchen vergeben. Das ist wirklich eines der wenigen Kochbücher, die ich so intensiv durchgeblättert habe, dass ich da festgestellt habe, nee, also ich muss euch darüber ein Video machen. Das ist total irre, das Buch. Also mir gefällt das Buch und ich hoffe, es gefällt euch auch.
Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Dann seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei. Liebe Grüße!